Die Briten machen sich große Sorgen um die Queen. Königin Elisabeth II. Verzichtete wegen einer schweren Erkältung darauf, am traditionellen Neujahrsgottesdienst in der Pfarrkirche von Sandringham teilzunehmen. Ihr 95-jähriger Gemahl, Prinz Philipp, Thronfolger Prinz Charles, Prinz Harry und einige andere Mitglieder der königlichen Familie besuchten den Gottesdienst. Die Queen soll zwar wieder auf den Beinen sein, fühlte sich aber nach Angaben eines Sprechers zu schwach, um zur Kirche zu gehen. Bereits den traditionellen Weihnachtsgottesdienst hatte die 90-Jährige wegen der Erkältung nicht besucht. Es war das erste Mal seit 1988, dass das Oberhaupt der anglikanischen Staatskirche nicht am Weihnachtsgottesdienst in Sandringham teilgenommen hat. Die Queen und der Herzog von Edinburgh hatten den Weihnachtsurlaub wegen der Erkältung bereits mit einem Tag Verspätung angetreten.